Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diesmal haben wir von Agrartechnik Nordeifel den Farmtech 40s Series bekommen. Das sind zwei Anhänger, zeige ich euch gleich. Ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Was haben wir? Zwei Kipper, die sind unter der Kategorie Anhänger zu finden. Können alles laden. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Schauen wir uns gleich alles an. Wir haben drei Config-Blöcke. Standard kostet er 39.000 Euro in der Anschaffung und 1.989 im Leasing. Das ist der Farmtech 40s 2200. Eine Standardkapazität von 35.000 Liter. So schön, so gut. Dann haben wir die Konfiguration Standard oder Aufbau. Das heißt, wir können hier oben noch so einen kleinen oder so ein paar Zentimeter Aufbau mit drauf bauen. Dann haben wir eine Ladekapazität von 41.000 Liter. Warum nicht? Dann haben wir Design, können wir natürlich auch ändern. Und zwar ein Schutzlappen hier vorne. Ist nicht schlecht gemacht, gefällt mir ganz gut. So ein Schutzlappen. Dann haben wir Reifenhersteller oder Reifenvariante. FL630 Ultra und Country King. Ist schön, ist ein schöner Reifen. Hier steht auch www.farmtech.eu, da könnt ihr auch mal nachschauen. Kennzeichen haben wir. Das ist Anhänger Nummer 1. Wie gesagt, kann alles laden. Dann haben wir Anhänger Nummer 2, die auch gerne Tridem fahren. Können auch Tridem-Anhänger fahren. Das ist der Farmtech 40s 3000. Standardkapazität 48.000 Liter. Anschaffungspreis Standard 69.000 und 3.519 im Leasing. Auch hier können wir Konfiguration noch ein paar Zentimeter Aufbau draufbappen oder Blech. Dann haben wir 55.000 Liter Fassungsvermögen. Also Standard 48, Aufbau 55. Dann haben wir auch hier das Schutztuch und auch die Reifen FL630 Ultra und Country King. Komplett aufgerüstet habt ihr einen Preis von 72.550 Euro und 3.700 im Leasing. So, dann habe ich da was vorbereitet. Da stehen die Anhänger. Wir nehmen uns mal den Trecker. Dann gucken wir uns die Abklimp-Animation an und was die Anhänger noch so haben können. Also Stützfuß geht schon mal runter, Unterlegkeile sind auch da. Anhängen. Unterlegkeile tauchen vorne an der Bordwand auf. Bei dem Anhänger haben wir eine gelenkte Hinterachse. So. Okay, da backt der Reifen ein bisschen in das Untergestell vom Anhänger. Ansonsten haben wir hinten Farmtech, was ich schon sagte, und Farmtech EU. Wir haben ein Kennzeichen ANFT 220, ein 40 km/h Schild. Lichter, Blinker schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier die Typenbezeichnung 40s 2200. Hier steht auch nochmal Farmtech. Dann haben wir noch die sogenannten Reflektoren an der Seite. Eine lenkbare Hinterachse. In der Frontpartie hier habe ich jetzt ohne Blech genommen, Tuch, Blech. Da sind die Unterlegkeile. Na. So kann man es besser erkennen. Hier haben wir die ganzen Warnhinweise. Da haben wir das, also hier ist das Baujahr drauf. Da.
Zulässiges Gewicht, Baujahr 2016, Maximalgeschwindigkeit 40 km/h, zulässiges Gesamtgewicht 23.000, Stützlast 23.000, zulässiges Gesamtgewicht und Stützlast 3.000. Zulässige Achslast sind 10.000. Also das ist schon schön gemacht, dass das hier auf diesem Schild mit draufsteht. Hier haben wir auch noch ein paar. Ist schon schön gemacht. Ich würde sagen, Lichttest, da kippen wir einmal ab. Schläuche sind auch alle angeschlossen. Kugelkopfaufhängung. Das passt. So, Lichterfunktion. Blinker links funktioniert. Blinker rechts funktioniert. Bremslicht. Bremslicht geht. Ganz normales Licht geht auch. Wir haben eine Kennzeichenbeleuchtung. Die Lichter an der Seite sind beleuchtet, also sieht man das gut, ganz gut. Ist schon schick gemacht. Der ist jetzt vollgeladen mit Kartoffeln. Kippen wir mal ab und gucken uns das mal an. Auch die Achsfederung ist schön. Stopp. Licht können wir wieder ausmachen. Jetzt kann ich sie hier nicht. Egal. Ich kipp sie einfach auf Erde. Ich habe das falsche Silo genommen. Also, SRG abkippen. Dann fährt die Klappe ein bisschen hoch. Und dann könnt ihr das abkippen. Läuft ganz normal. Die Bordwand schiebt durch den Anhänger, also einen Abschiebewagen. Klappe schließt langsam wieder. Und die Klappe hat auch ein Volumen, also sie ist nicht direkt an dem Anhänger dran. Das gefällt mir ganz gut. Abhängen. Jetzt sehen wir den Tridem, der ist mit Mais gefüllt. Irgendwann breche ich mir noch mal einen ab mit dem Lenkrad. So. Hier ist der Anhänger komplett aufgerüstet. Wir sehen hier oben das Schutztuch. Ich denke mal, das ist dafür da, dass nichts rausfällt. Auch hier die Warnhinweise, Begrenzungsleuchten. Auch an dem Anhänger steht wieder Forties 3000, also Tridem. Na, lass mich doch da rein. Auch hier oben haben wir Colli. Der Anhänger wird schon komplett gefüllt, auch in dem hinteren Bereich. Schöne Fill-Plane. Da können wir ja mal gucken, was auf dem Schild steht. Steht genau dasselbe wie auf dem anderen auch. Schläuche sind alle angeschlossen, Kugelkopf. Blinker links funktioniert, Blinker rechts funktioniert, Bremslicht funktioniert, Licht funktioniert, Kennzeichenbeleuchtung funktioniert auch. Das ist schon mal sehr gut. Bei dem haben wir zwei gelenkte Achsen. Sprich, die vorderste Achse ist gelenkt, die Mitte starr und hintere Achse ist gelenkt. Jetzt fahren wir mal rauf. Die Federung der Reifen ist auch gut zu erkennen. Auf der Taste I könnt ihr das jetzt abgeben. Klappe geht auf. Es rieselt raus. Die Bordwand schiebt das gut nach hinten. Auf den, wie man hier sieht, Ketten ist animiert. Jetzt zieht er die Bordwand zurück. Ja, funktioniert wunderbar. Gefällt mir. Klappe zu. Er fährt weiter wieder nach vorne die Bordwand und schon ist er abgeschoben. Zu dem Innenraum, was mir ganz gut gefällt, ist, jetzt komme ich da wieder nicht hoch. So, wir haben hier drin eine Kollision, also wir können hier nirgendwo raus oder sonst wo, alles Collision. Also wir haben hier einen Kratzboden. Ist schon mal schön gemacht, ja, gefällt mir ganz gut. Die Bordwand ist ein Traum. Oh, hier sind wir durchgeglitscht. Also hier unten ist irgendwo.
Okay. Hier haben wir Schutzlappen dran, dass nichts, wenn die Bordwand schiebt, nach hinten verlagert oder geht. Und das war die kleine Mod-Vorstellung von den Anhängern. Etwas spät, ich weiß, aber es ist halt so. So. Lock. Lock ist fehlerfrei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Bleibt gesund. Ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Manuel.